Sega. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge, beziehungsweise zu der erst neuen Folge von Company Fuse 2. Ja, Kampagne, ne? Wir haben ja schon Company Fuse 1 durchgespielt, dann machen wir es auch nochmal mit 2. Ich weiß, beide Titel sind schon etwas älter, aber Wurst und Käse. Deshalb machen wir jetzt erstmal die erste Mission von, ja, der Russen, der Sowjetkampagne. Ob ich dann Assault mache, weiß ich noch nicht. Die habe ich noch gar nicht gespielt. Jetzt würde ich nur Sachen spielen, die ich schon gespielt habe. Ne? Ich glaube, die Company Fuse 1 Kampagne war komplett blind. Nee, nicht komplett. Den Anfang kannte ich. So, schwer. Neu. Nee, Moment. Ja, hallo. Neu. Ja, auf schwer denn bitte. Ja, auf Standard habe ich die schon mal durchgespielt. Da ich mit den Russen nicht so gut zurechtkomme, gibt es hier zum Glück keinen Experte, bleiben wir auch schwer und ich möchte deshalb so passen, hoffentlich. Ich bin den ganzen Weg von Moskau in dieses Loch gekommen, um so von Ihnen begrüßt zu werden. Was wollen Sie von mir, Oberst? Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Kennen Sie das? Was Sie hier geschrieben haben, könnte jemanden den Kopf kosten. Doch bevor das passiert, muss ich die Wahrheit erfahren. Bahnhof Stalingrad. September 1942, Stalingrad, UdSSR. Ja, wir kennen doch alle die Geschichte von Stalingrad, oder? Der im Prinzip Auftakt des deutschen Untergangs. Oder das besser gesagt des Untergangs des Dritten Reiches. Und wie oft ich diese Musik hier eben schon gehört habe, das ist unglaublich. Ja, das ist hier jetzt in Company Fuse 2 ein bisschen anders inszeniert. Wie man bestimmt auch sieht, ne, es gibt nicht mehr diese gezeichneten Szenen, sondern halt jetzt richtige gerenderte
also diese kleinen Zwischensequenzen sind jedenfalls jetzt vorgerendert, auch wenn das jetzt nicht den Großteil des Spiels, also nicht wirklich sehr viel ist. Hauptsächlich sieht man halt die Hütte. Und anscheinend wieder sowas. Ihr müsst in Bewegung bleiben! Ich habe keine Waffe! Das hier ist jetzt halt etwas aufgehübschere Spielgrafik. Das ist jetzt Ingame-Grafik. Kaputt. Ich glaube, das sind keine Rekruten, oder? Ja, das sind keine Rekruten. Das heißt es schon nach circa einem Jahr, aber gut. Ja. Unterstützen Sie den T-34. Mal gucken, wie lange der T-34 hier stehen bleibt. Oh, gut, das war ja viel. Ich weiß, wie das Spiel geht. Da gibt's auch welche. Hallo, ja, ihr seid Stoßtrupps. Könnt ihr eigentlich wegmachen wie nix. Och, das kann man auch später. Man geht halt hinterm T-34. Ihr seid... Alter, los, wegmachen. Ich sag mal so, hier der Nahkampfbonus der Truppen ist weitaus höher, als wenn du hier in Deckung gehst. Hallo. Geh... Was? Dahin. So. So. Okay, jetzt wird's problematisch. Wir können natürlich jetzt hier noch ein bisschen warten. Das war's mit dem T-34. Ich warte hier einfach. Sie kommen doch zu mir, was wollt ihr? Und jetzt kann ich vorrücken. Ja, 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 alle, die umkehren, sterben. Das Lustige ist später... Die Zeit ist gekommen, die Deutschen aus Stalingrad zu vertreiben, Genossen. Leutnant Isakovic, Sie führen den Sturm an. Stürmen Sie von den Docks zum Platz. Sobald dieser geräumt ist, können wir Unterstützung holen, um die deutschen Panzer zu erledigen. Die Deutschen haben sich gut verschanzt. Aber gegen sowjetische Begeisterung und unsere Überzahl kommen Sie nicht an. Lassen Sie sich von Verlusten nicht entmutigen. Töten Sie die Deutschen ohne Gnade. Sowjetische Kriegsführung. So leicht lassen sich Rekruten im Spiel leider nicht umbringen. Und so gut ausgerüstet wie unsere Truppen hier sind die meisten auch nicht. Der
Oder waren die meisten auch nicht. Hallo. Kann ich jetzt? Danke. Ich... Ja, Rückzug ist deaktiviert. Es sind noch mehr Stoßtrupps einsatzbereit, Genosse. Ja, wo denn? Ah, Stoßtrupp. Stoßtruppen eingetroffen. Ich würde die gern zusammenlegen, aber gut. Das Lustige ist, hier sieht man das auch überall Rekruten. Ich weiß nicht, hatten die das auch... Ja, zum Teil haben die keine Waffe. Das finde ich lustig, dass die das in der Kampagne gemacht haben. Aber im Multiplayer nicht. Schwere MG schießt uns in Stücke! Weiter vorrücken, Genosse! Er kann euch nicht alle aufhalten! Doch, kann er! Siehst du doch! Oh, ich habe keinen Bock, dass meine Trupps hier von Dings erwischt werden. Von der Artillerie. Viel Spaß. Nein, nicht drüber die Mauer. Nur da hinstehen. Ja, hier, Y. Viel Spaß dabei. Deckung. Ihr seid schon anwesend. Wunderschön. Ein Wunder, dass die Russen auf die Idee kamen, das MG zu flankieren. Hallo. Mit einer Granate. Ja, von mir aus hier. Ihr schweres MG ist ausgeschaltet. Vorrücken! Jetzt kommt die Menschenflut hinterher. Wen sollen wir als nächstes töten? Na? Genosse! Diese verdammten Haubitzen vernichten noch unsere Truppen! Bewegung! Finden und zerstören Sie sie schnell! Ja, wunderschön. Ich finde den Film... Was die Team... Oh, Hallöchen. Hier ist Feldwebel Alex. Wir erbitten Unterstützung. Wir sitzen in einem Wohngebäude fest, etwa einen Kilometer nördlich der Docks. Wir haben hier Zivilisten. Die Deutschen haben uns umzingelt. Helfen Sie uns! Was interessieren die Sowjets Zivilisten? Wo? Ah, da. Gut, dann machen wir das als erstes. Hi. Das ist... Moment. Die werden... Okay. Gut. Sowjetsturm! Einfach rein! Was interessieren uns Verluste? Das Lustige ist, verlieren kann man hier halt nicht, ne? Und wieder auffrischen kann ich meine Truppen halt auch nicht. Also müssen die... Früher oder später sterben. Wiedersehen! Weil die Kampfkraft nimmt halt zunehmend ab. Ja, viel Spaß dabei. Ja, ihr steht näher beisammen, aber ihr seid eigentlich die besseren Truppen. Das Lustige ist, anscheinend hat man hier auch die Munition deaktiviert. Hallo. Also mit 6 Männern. Die Deutschen interessieren sich echt nicht für mich. Bin jetzt sehr enttäuscht. Nein, da. Ja, los. Komm. Nein! Einer von denen ist gestorben. Das kann ich nicht zulassen. Die interessieren sich echt nicht für mich. Wieso? Bin ich denen so egal? Das finde ich nicht gut. Das Lustige ist, dann kann ich hier auch gleich über die Flanke rein. Auch wenn ich nur noch einfach die paar Truppen habe. Nein. Ja, nur einer. So. Ah, ich bin das aus Code 2.1 gewöhnt, dass die das dann direkt immer alle machen. Aber Dank, Kommandant. Ich dachte schon, wir wären erledigt. Gut. Bringen wir diese Zivilisten zurück zum Fluss. Los! In Code 2 machen die das nicht. Oh, guck doch mal, wie toll. So, jetzt nur noch 5 Männer. Oh, das war ein ganzer Trupp. Oh. Eine Haubitze erledigt. Zerstören Sie die andere. Hi. Das sind eigentlich... Das Lustige ist, das sind Osttruppen. Ja, und das waren... Das sind Stukas. Hallo? Ist mein Trupp? Stoßtruppen erwarten Einsatzbefehl. Ach, ich krieg noch einen. Oh, ist ja nett. Stoßtruppen eingetroffen. Greifen wir die mal von hinten an.
Auch wenn es halt nur noch drei Mann sind. Und Stoßtrupp an sich generell sehr stark. Hallo. Sterbt. Sterbt doch einfach. Wie gesagt, ich kann die eigentlich nicht echt wieder aufhören. Deshalb weiß ich nicht, warum ich die behalte. Und das Schöne ist, also den Film, der bei den, wo ich Stalin, also der das einigermaßen gescheit darstellt, finde ich, oder welchen ich sehr gut finde, beziehungsweise die Thematik, ist, ich glaube, heißt der Stalingrad? Ich weiß es leider nicht mehr. Ach, verdammt, da wollte ich gerade. Wenn ich mich in der nächsten Folge noch dran erinnere, erzähle ich euch da. Das ist jedenfalls, geht um bei Sniper. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Film heißt. Ist halt in Stalingrad und da siehst du halt hier am Anfang. Oh, guck doch mal! Ja, oh, das war mein Traum. Jetzt da. Ihr werft einfach was rüber. Oh, guck doch. Jedenfalls, das sieht man im Film sehr schön am Anfang. Dass alles explodiert. Nee, wie die Deutschen einfach mit den Sowjets aufmerken. Nicht sehr schön. Och nee. Gehen Sie aus dem Sichtfeld des Panzers. Ihre Stoßtrupps können den Panzer nichts anhaben. Ich weiß. Lass mich. Weg. Genosse, dieser Panzer wird uns beim Vorrücken stören. Ach nee. Die Gruppen werden ihn beschäftigen. Sie müssen einen Weg finden, ihn auszuschalten. Wie wär's mit der Pack? Ist aber nur so ein Tipp. Deutsche Panzerabwehrkanone in den Ruinen gesichtet. Was? Genosse, die Pack für uns requirieren. Wo? Wo? Da. Ja, toll. Ich will meine Truppe wieder... Das ist so nervig. Ja, wäre eh falsch. F. Hier ist es F. Also jedenfalls bei mir. Gibt's hier irgendeinen Weg, wo kein MG42 steht? Da sind viele Tote. Ui, guck doch mal, ein russisches MG. Ein schweres MG. Vor dem Angriff über die Flanke müssen wir die Sicht behindern. Rauchgranate einsetzen. Ich wollte eigentlich hier lang, aber gut. Dann hat er mir halt endlich Rauchgranaten gegeben. Durch die Reichweite. Ja, das passt doch. Das passt doch. Danke. Ja, los in die Ruinen. Ihr kennt euch doch hier aus. Ich zeige euch mal was. Boop. Boop. Los. Granaten durch die Wand. Ja, von mir aus, dann geht halt außen. Normalerweise müssten die eigentlich tot sein. Jedenfalls, wenn ich Deutscher spiele, wären die auf jeden Fall schon tot. Ist irgendwie immer so. Hallo. Geh weg. Oh, da ist ja noch einer. Das ist schlecht. Nehmen Sie die Waffe in Besitz. Diese Waffe. Ja, 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 ja. Also wie einem das Spiel hier so langsam an die Mechaniken ranführt, ne? Also das ist echt ein bisschen zu penetrant, selbst für meinen Geschmack. Los. Komm. Das Blöde ist, hier in diesem Spiel gibt es keinen Direktschuss. Scheiße, Querschläger. Nochmal feuern. Scheiße, nachladen. Beeilung. Ja, bitte. Ich geh mal. Oh, gut. Panzer 4 ausgeschaltet. Jetzt sollten Sie den Bahnhof frei angreifen können. Das ist hier alles sehr cineastisch, muss man sagen. Selbst in der eigentlichen Kampagne sieht das nicht so aus.
Stalin. Wer dich zurückzieht, ist Vaterlandsverräter. Dreht euch um und kämpft, verdammt! Feuer! Sie wurden gewarnt! Sofort angreifen! Kümmern Sie sich um die MGs, Kommandant! Ein Frontalangriff ist Selbstmord! Sie greifen die deutsche Linie an! Oder Sie sterben durch meine Pistole! Bewegung, sofort! Gut, dann mache ich die erste Folge einfach mal ein bisschen länger. Ja, Panzerabwehrkanone, schön. Blub. Stoßtruppen eingetroffen. Ich muss jetzt erstmal auf meine Stoß... Was? Feuerüberlegenheit. Ja, das ist ja schön. Aber da hier ein MG42 steht, ist das ein bisschen sinnfrei. Ja, Panzerabwehrkanone gegen Infanterie. Wow. Wir warten, bis die Verstärkung eintrifft. Ah, nein, wieso war ich ge... Ja, das ist anscheinend trotzdem deaktiviert. Munition ist aktiviert, das habe ich dann eben für Scheiße gelabert. Ich war das noch von... Wie gesagt, ich habe eh irgendwie in letzter Zeit zu viel Core 1 gespielt, da war ich das gewohnt, dass es hier steht. Nein, es steht hier. Genau wie das Popgame. So, dann machen wir gleich richtigen Sowjet-Ansturm. Das ist... Okay, das reicht schon. Vorwärts! Stoßtruppen können nun eingesetzt werden, um den Feind zu zerschlagen. Auch wenn das Selbstmord ist, egal, das interessiert Sowjets nicht. Ja, das ist... Los. Was bringt denn hier noch meine Truppe? Hier geht erstmal eine Entdeckung. So. Ach, das ist ja noch. Hallo. Dahin. Danke. Ach, das ist da nicht tot. Okay, gut. Das war unerwartet. Du ziehst dich ein bisschen zurück. Was? Unser MG? Wieso unser MG? Ah. Hä? Wie? Wir haben es geschafft? Ein Wunder. Da. Meine Verluste halten sich interessanterweise noch sehr in Grenzen. Dafür, dass ich die nicht verstärken kann. Wir gehen auf Nummer sicher. Deutsche Panzer fahren auf den Platz! Ups. Kommandant! Setzen Sie die Panzerabwehrkanone ein und zerstören Sie den deutschen Panzer! Den Feind! Versuchen Sie, über die Flanke anzugreifen! Wieso was? Vertreiben Sie sie aus Ihrer Stadt! Was ist denn noch übrig von der Stadt, hä? Unterwegs. Wenn ich das mal fragen darf, Genosse. Hä? Eliminieren Sie den Panzer, ja schön. Hallo, Pa, komm her. So kann ich das nicht. Benötigt Hauptkanone. Panzer ablenken! Panzer! Nein. Das geht einfach. Ja, seht ihr, wie lange man halt jetzt wieder braucht. Ach komm. Dass eine deutsche Pack so lange braucht, das ist verwunderlich. Das ist aber auch ein deutscher Panzer. Los! Danke. Da sind keine MGs mehr, also stimmen. Okay, gut, dann halt nicht. Die Deutschen beginnen auszubrechen. Ich kapituliere! Halt, Männer. Ich kapituliere! Vorsicht. Bitte, bitte! Zeigen Sie Gnade! Bitte!
glaube, er hätte eher überlebt, wenn er versucht hätte. Junge Dame ist Anja Sinnenskaya. Wunderschön. Er hätte eher überlebt, wenn er versucht hätte, sich wahrscheinlich rauszuschleichen, das wollte ich sagen. So, damit sage ich dann mal vielen Dank fürs Zuschauen für diese erste Folge von Company of Heroes 2, aber ihr kennt das Spiel ja eigentlich alle. Und wir werden sehen, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Ich versuche das immer noch so zu halten, eine Folge, eine Mission. Aber wenn ich schon weiß, dass die Mission länger dauert, dann kann es auch mal sein, dass ich die cutte. Aber wir werden das sehen. Und Montag kommt dann die nächste. Ja. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Kommt euch wohl, bleibt mir treu. Wir sehen. Ciao.